Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 25. November. Die Woche neigt sich dem Ende und wir wollen auch gleich mal auf das ja aktuell auch schon wieder ganz von notierende Währungspaar schauen, nämlich hier den Aussie, dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar, der sich hier in einer gewissen Erholungsphase befindet. Gerade in dieser Handelswoche wurden hier die Verluste der Vorwochen sozusagen weggeputzt, beinahe. Und das schauen wir uns jetzt mal im Wochenchart an. Wir sehen hier den Verlauf auf Wochenbasis, eine Candle eine Woche entsprechend. Und ja, man sieht, wie schwer sich das Währungspaar hier im Bereich 0,7625 etwa tat. Immer wieder kleine Dips nach oben, aber schlussendlich hat es nicht gereicht, hier wirklich nach oben signifikant auszubrechen. Wir haben also hier eine definitive Widerstandszone, auch insbesondere hier der Bereich um 77,60, das kann man mal rund definieren, ist hier eine gegenwärtig ja nicht zu überwindende Zone gewesen. Und da ging es dann eben auch hier Anfang November nach unten, in der Vorwoche insbesondere dann. Und was hier wesentlich ist, ist praktisch das Niveau, welches wir auch in dieser Handelswoche mit dem Tief sozusagen getestet haben, plus minus 10 Pips, hier 0,7315 roundabout. Genau dieses Level hat praktisch der Aussie touchiert während dieser Handelswoche und ist von diesem Level aus nach oben abgesprungen. Und wenn wir hier schauen, bis zum Sommer 2015 zurück, ist das hier durchaus eine Marke, die interessant erscheint. Entweder signifikanter Ausbruch oder ein Stück weit pendeln. Schlussendlich hat sich der Markt hier jetzt in dieser Handelswoche genau an diesem Setup gefangen und jetzt stellt sich eben hier die Frage, wie kann es weitergehen? Wir haben nämlich hier unmittelbar vorausliegend auch ein kleines Widerstandslevel, das zeichne ich mal hier im Wochenchart auch ein, aber viel besser ist das Ganze im Tageschart zu sehen, deswegen gehen wir direkt auch mal hier rein. Wir hatten unlängst den Aussie schon im Fokus mit dem Chancen hier um 0,7460, 0,7450 eine Stabilisierung zu erfahren. Das, wie gesagt, schlug ganz klar fehl. Wir sehen hier die Kerze vom 17. November, also insbesondere mit diesem starken Rücklauf hat sich das hier erledigt, dass das eine Stabilisierungszone werden könnte. De facto gab es aber hier diesen Rücklauf. Und jetzt, Sie sehen es ja, notieren wir praktisch wieder in dieser Zone und aus einer Unterstützung wurde jetzt hier vielmehr ein Widerstandsbereich. Das heißt, wir müssen diese Zone, die hier eigentlich als Unterstützung eben galt, als Widerstand markieren. Wir machen das jetzt hier entsprechend farblich, heben das Ganze hervor und jetzt stellt sich eben die Frage, zieht der Australdollar hier nach oben an, bricht praktisch wieder aus über diesen jetzigen Widerstand, formiert es sozusagen in eine Unterstützung um. Das wird interessant sein für die nächste Woche. Tatsache ist, ich hole Ihnen mal die Saisonalität rein, wir haben hier im November Abschluss und bis in den Dezember hinein ein Stück weit volatile Seitwärtsphase, insbesondere aber ab Mitte Dezember. Da kann es dann dynamisch nach oben gehen. Und das beflügelt natürlich hier mögliche Aussichten, dass wir hier im Dezember dann doch noch wieder reintauchen, hier in die Zone 0,75, 0,76. De facto hier aber aktuell auch aufgrund der starken Woche einfach mal schauen, ob sich hier mögliche Umkehrmuster erschließen. Sollte, wie gesagt, dieses Level hier nicht überwunden werden können, dann könnte sich für die kommende Woche durchaus erstmal eine gewisse Schwäche abzeichnen, die dann hier in Richtung der letzten Tiefs geht, um dann sozusagen ja, entweder Schwung zu holen für oben nochmals oder eben dann sogar hier je nach Setup sozusagen hier wieder richtig aufzudrehen. Achten Sie, wie gesagt, auf die Zone von 0,7460. Wenn wir hier signifikant rausziehen in der kommenden Woche, möglicherweise einen kleinen Pullback starten, dann hat sich das definitiv erledigt mit einer Schwäche. Bin mir hier sozusagen nicht ganz schlüssig, ob der Australdollar jetzt hier eben eine Umkehr erfährt oder nicht. Ich würde erstmal abwarten wollen, wie die Candles sich hier in der kommenden Woche am Montag, Dienstag gestalten. Sollte sich hier eine Umkehrkerze à la ja, Shooting Star oder Bearish Engulfing zum Beispiel ergeben, dann müsste man davon ausgehen, dass hier das Setting in Richtung fallender Preise durchaus Einzug hält. Das würde ich dann sogar auch präferieren wollen. Aber kommt es eben hier zum Ausbruch, zu einem signifikanten Ausbruch, dann muss man ganz klar sagen, haben sicherlich die Bullen das oder den Vorteil in der Hand. Insbesondere wenn es eben zu einer Stabilisierung über 0,7460 kommen sollte, dann könnte man hier eben auch bei einem Pullback sozusagen einsteigen, um dann auch hier mit der bullischen Saisonalität in den Dezember einzutauchen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Aber wie gesagt, aufgrund des Durchbruchs dieses Levels würde ich gegenwärtig hier den Widerstandsbereich präferieren. Sozusagen hier eine Pullback an das Ausbruchslevel und jetzt nochmal in Richtung der letzten Tiefs, gegebenenfalls sogar noch wesentlich tiefer. Das wären sozusagen mal die Optionen, die es hier gibt. Machen wir aber mal den Fall hier oben einfach grau als Alternativplan. So sieht es besser aus.
Aber das, wie gesagt, sind hier die Chancen, die sich beim Aussie derzeit bieten. Bullischen Rückenwind, wie gesagt, gibt es hier aktuell und das sollte man auf jeden Fall auch ins Kalkül ziehen. Wenn er denn eben ausbricht, kann es auch nach oben gehen. Aber rein im Sinne eines Pullbacks wäre hier durchaus auch aufgrund dessen, dass wir hier im Dezember reingehen mit einer gewissen Schwäche, durchaus auch eine nochmalige Durststrecke möglich. Das, wie gesagt, muss man aber mal abwarten, wie auch jetzt hier die Woche insbesondere beendet wird. Und dann haben wir ja zum Jahresabschluss, wie gesagt, noch ein paar spannende Tage vor uns. Ich würde mich an dieser Stelle schon bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. In der kommenden Woche hören wir uns dann wieder in alter Frische, neuer Stärke. Wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Hoffe, Sie hatten einen erfolgreichen Handelsverlauf in dieser Woche. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.